Vor einigen Monaten saßen Savas, seine Frau, sein Sohn und ich bei ihnen am Esstisch. Er hatte ein altes Fotobuch gefunden und zeigte uns Bilder von sich als Teenager in einer alten Wohnung in Kreuzberg. Wie unfassbar, dass wir alle heute hier sind, wegen einem jungen Mann, der in Kreuzberg die Liebe zu Rap fand und jetzt heute hier für uns mit einem der besten Orchester Deutschlands spielt. Stuttgart, was geht ab mit euch? Also wenn ich jetzt zurückgehen müsste zum Anfang, dann würde ich sagen, eins der ersten Gespräche, was ich mit meinem Manager Richard hatte, da hat er mich gefragt, was stellst du dir noch so vor, worauf hast du riesen Bock? Und, was sagst du? Sehr beeindruckend, Alter. Krass. Aber macht mir auch ein bisschen Angst. Und ich habe echt gesagt, ich möchte mal mit einem Orchester zusammen auftreten. Über Red Bull haben wir dann so für uns gesehen, okay, das ist jetzt der richtige Partner. Die haben uns einfach die perfekte Bühne geboten, auf der wir das hier abfeuern können. Alles klar? Ich wurde vor vielen Monaten von Red Bull kontaktiert. Die Aufgabe hat mich sofort begeistert, dass da Dinge zusammengebracht werden, die eigentlich nicht zusammenpassen. Ich habe auch noch nie so viele Leute nach Gästeliste gefragt. Tatsächlich. Mich auch. Er ist so Fanatiker-Style. Verbessern nicht. Ich präsentiere euch diesen intergalaktischen Vor auf dem Silbertablett, aber die kriegt ihr nicht so greifen wie Edward mit dem. Sie meinen nicht, wir werden sehen. Sie und Felix muss mir alles her. Jetzt hatte ich die Stellung für diese Mucke wieder. Links, rechts, wo sind die Feinde? King S, einer wie keiner. French, als der Winner, Baller, die Penner, wie Tommy, die Pamela, ist kann ich jeder. Die letzten Wochen und Monate jetzt bis zu diesem Punkt, bis zum Symphonic, waren sehr mühsam. Im Privatleben war wirklich alles drunter und drüber. Ich hatte ziemlich viel Stress auch. Dann habe ich auf einmal wieder einen Nierenstein bekommen, musste wieder ins Krankenhaus, zweimal operiert werden. Und parallel war es dann immer am Telefon. Ja, schaffen wir das? Kriegen wir das hin? Müssen wir irgendwas absagen? Diesen Monat bin ich ein paar Mal an meine Grenzen gekommen, habe ich gemerkt. Savas ist ein sehr perfektionistischer Mensch. Ich würde nicht sagen, dass es mich nervt. Glaub nicht, dass dein Leben nach Dicker, du transformierst zum Tausendfüßler auf bis Moderat. Es zu nah, herrsch wie Arm, trag die Sonne nur Arm. Aber können wir nochmal machen, lass uns mal bitte so machen, da wo mein Einstieg wäre, genau, dass wir da nochmal 1, 2, 3, 4. In vielen Situationen ist er so perfektionistisch, dass er Dinge in Frage stellt und anfängt an sich zu zweifeln, dass er gegebenenfalls in dem einen Song einen kleinen Verzocker drin hatte. Dass immer wieder an sich zweifeln und es in Frage stellen, hinterfragen, verbessern wollen und immer stetig wachsen, nur darum ist er da. Brachland. Ey, Brachland, bevor ich kippe kam, aus dem Nix esse, als wär ich getippe. Unaufhaltsam, Titel, geh mir aus der. Sie hören mich, hören zu Stern, verschütte Schiff. Wo seid ihr? Wie wir das erste Mal hier auf der Bühne das gemacht haben, es war etwas, was ich so noch nicht gehört hatte. Savas und ich haben uns sogar vor Jahren schon gesehen, unter anderen Umständen. Ich habe ihn angeschrieben und gefragt, ob er Bock hat, ein Feature mit mir zu machen. Gefühlt ganz Deutschland kennt ihn, ja. Und wenn man mit ihm schreibt, ist es so, als wenn er sich für all das gar nicht interessiert. Oh man. Du bist so pünktlich, Alter. Du bist Wahnsinn, Mann. Du bist der Wahnsinn, Alter. Ich danke dir. Danke, dass du am Start bist. Ich danke dir. Ich freue mich. 1986 und ich, wir haben einen Song zusammen gemacht für ihn. Bei der Studio-Session habe ich ihn dann schon gefragt, ob er sich vorstellen könnte, bei Aura mitzumachen. Ich glaube, es macht einfach Sinn in dieser Konstellation. Wenn du hörst, was die da machen. Ja, genau. Richtig, ja, wenn der Vibe so ist, wie mit unserer Musik dann sowas, wie du beschrieben hast. Das ist echt verrückt, Alter. Ja. Ich meine, mit
großartigen Musikern auf der Bühne zu stehen und in dem Fall im Orchester ist natürlich etwas ganz Besonderes. Und ich glaube, sowas nimmt man nicht jeden Tag mit und von daher bin ich sehr dankbar und glücklich, hier sein zu dürfen. Ja? Ich habe hier einen wundervollen Gast auf die Bühne zu bitten. Ladies and Gentlemen, macht Lärm für 1986. Come on, make some noise, ey! Sie wollen, sie haben diese der Grund hinter allem, sie probieren es, doch löschen nie diese Flamme, die in mir brennt. Es ist grundsätzlich jedes Mal wirklich krass, dass man ein paar Noten verteilt und dann kommt so ein Apparat und es spielt. Ich bin reingelaufen, hatte ein riesen Grinsen im Gesicht und dachte, es klingt besser, als ich es mir vorgestellt habe. Red Bull hat schon sehr früh Lillo ins Spiel gebracht. Der hat auch schon das erste Symphonic in der Schweiz mit Loredana hat er gestemmt. Hat das komponiert. Chorus 2 oder Chorus 3 besser gesagt. Wir haben uns ja in Berlin kennengelernt zum ersten Mal in den Red Bull Studios und da konnten wir so ein bisschen austauschen und dann merkt man ja sofort, ob sowas funktioniert oder nicht. Im Verse würde ich bitten, ob wir vielleicht. Boom, boom. Ich mag das. Ja, ich mag es auch. Das ist cool. Wir sind aus einem ähnlichen Jahrgang irgendwie und es war so vom Vibe einfach direkt so, okay, ich vertraue ihm da. Wo du herkommst, Wurzeln und irgendwie, dass wir das so eine kleine Geschichte damit erzählen. Ja. Yeah. Der Anfang ist dieses Türkei-Ding. Ja. Dann nehmen wir das als Instrument am besten. Und dann Umzug nach Berlin. Es gab eine Gruppe Islamic Force, Bobby, das war so mein Mentor. In Berlin, 36 Quiz back. My home, my part of town, cause that is the place where I can get a good kebab. And after a kebab, I maybe get up and do a sebab. Und dann fing ja auch irgendwann Mucke an, ne, in Berlin. Welchem Jahr war das? 89 angefangen zu rappen, 96 auf Deutsch dann. Und davor auf Englisch? Ja, mit Ono von Walking Large. Ich war sein Backup. Ich war der Erste, der mich mitgenommen hat. Ja, in der Zeit war ich in den Staaten, hab da studiert. Und dann kam ich nach Deutschland. Was hast du studiert? Orchestrierung. Und Jazzpiano. Hi, ich bin Fabiola Gamarra. Ich komme aus Venezuela. Und ich spiele Geige. Savas Musik ist cool auch, weil wir spielen Klassik, ja, aber wir können trotzdem Spaß haben, weil wir gut hören können, was er sagt. Mit Red Bull Symphonic dachte ich, eine Möglichkeit, so ein tolles Projekt zu haben und spielen. Tatsächlich hatte ich Bock. Der hat mir eine Sprachnotiz gemacht. Moin, sag mal, hast du noch nicht mitgekriegt vielleicht? Ich mach so ein Red Bull Symphonic. Hast du Bock, bei zu sein? Ich so, ja klar. Er so, geil. Los, war's. So ganz unkompliziert. Wie lange kennst du Savas jetzt eigentlich schon? Oder wie ist das überhaupt bei euch gewesen? Ich weiß gar nicht, wie die Connection bei euch ist. Also, wir kennen uns jetzt seit AMG. Stuttgart, wir wollen euch hören! Ich hab dem einfach mal so random Videos auf Instagram geschickt, wie ich singe. Ich so, echt? Hallo, wie findest du wie das? Wie witzig. Also du kannst es ihm nicht, hast ihm einfach Videos geschickt. Ja, genau. Geil. Ich dachte mir, ja gut. Feierlich. Das bestimmt vielleicht, wenn du Glück hast, zählt, ne? Ja, hat er auch gesehen, ne? Was ich bei ihr empfunden habe, bei ihrer Stimme, das erste Mal, als ich das gehört habe, sie hat so viel Schmerz auch in der Stimme Es ist immer noch so roh und nicht so blümchenmäßig und toll, sondern einfach irgendwie so auch rough gewissermaßen, dass es einem nahe geht. Mach's nochmal, bitte. Mit René Kubelik, unserem Konzertmeister, arbeite ich zusammen seit mindestens 17 Jahren.
Das heißt auch, dass wir uns kritische Sachen sagen können in der Probe, ohne dass wir Angst haben, jemanden zu verletzen. Ach, unterteil die. Mach ich doch. Dim, bam, bam, bam. Nein, nein, das geht nicht. Das machen wir nicht. Was soll ich? Daka, 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 daka. Das liebe ich an unserer Arbeit. Wir schießen uns manchmal die Sachen zu. Das hat unheimlich Intensität und das könnte nach außen vielleicht sogar aussehen, dass wir uns ein bisschen streiten. Nein, 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 bitte, bitte, bitte. Das ist zu spät, das ist zu langsam. Du musst zu mir gucken. Spiel das auswendig, bitte, die Stelle. Ba, di, da, da, da. Ich bin ganz woanders schon, ich bin ganz woanders. Bitte, nochmal bitte. Es kann auch mal ernst werden, aber das dient alles der Sache. Und das macht Freundschaft aus. Ja, genau. Ja, das hat man die irgendwo zu viel gespielt. In der Probe baut sich auch eine Spannung auf. Und diese Spannung, glaube ich, braucht es auch, um das wirklich zum Erfolg zu führen. Eins und zwei und! Ein Song, auf den freue ich mich wirklich besonders heute, und das ist Tribut. Der fängt so sehr klassisch an, filmisch, und danach geht richtig die Post ab. Dieses Dämonische, dieses Dramatische, das ist gut eingesetzt und ist auch gut instrumentiert. Und da kommen dann auch die Posaunen dazu. Das Alpha, das Beta, das Gamma, das Delta, das Sessa, ich bin Rap bis aufs Blut. Sie zollen mir Tribut, heb die Hände hoch, komm, heb die Hände hoch, komm, heb die Hände hoch, komm, sie zollen mir Tribut. Zwischen den Proben ist dann Richard zu mir gekommen und meinte, du, ich habe eine Anfrage vom Hip-Hop Open, da ist ein Headliner ausgefallen und das ist hier in Stuttgart und willst du einspringen? Wir waren die ganze Zeit eh am Proben und ich dachte mir, okay, das ganze Team ist hier, alle sind versammelt. Zieh durch. Habe ich dann mit den anderen, habe ich mich abgesprochen und alle waren dabei, alle hatten Bock darauf. Ihrem Hass als Legende stand, also mich allein. Händen! Nur weil ihr zwei Typen meinten, sie könnten ein bisschen Hände, ein bisschen Frau mit roten Haaren und zur Karriere läuft. Ich höre sie reden, Mutter hat es immer gehört. Manchmal denke ich mir, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte, wäre mein Leben anders verlaufen. Besser? Ich war nicht so irre, Alter. Wirklich? Du Macker. Gestern war so einfach loslegen, reinhauen und einfach Gas geben. Ich bin ehrlich, ich bin last minute eingesprungen und ich finde, also ich habe nicht gedacht, dass so ein Empfang hier stattfindet. Und ich glaube, ich habe mir nochmal so einen Energieschub gestern geholt von den Leuten auf jeden Fall. Ich dachte, ich gehe früh pennen, Alter. Aber dann kam Les mit dieser Anfrage mitgenommen. Machen, 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 machen. Jetzt durchziehen, jetzt nochmal Sonntag Vollgas und dann ab in die Klinik. Ich glaube, uns hat es sogar noch mehr gepusht irgendwie. Ehrlich jetzt, wirklich, jetzt freue ich mich noch mehr. Bei dem Konzert jetzt am Sonntag, das ist halt so once in a lifetime, weißt du? Sowas. Ich weiß nicht, ob ich sowas noch jemals irgendwann machen werde, aber dafür bin ich einfach schon übelst dankbar. Also einfach abgeräumt dieses Wochenende, einfach abgeräumt. Wie gefällt dir eigentlich das Intro? Hast du es so vorgestellt? Für mich hat das total Sinn gemacht. Ich bin mit Hip-Hop, mit Rap sozialisiert worden. Das heißt, die Drums kommen am Ende rein. So, ne? Davor ist dieses Sass, was irgendwie auf meine türkische Herkunft hinweist. Ich finde auch so in der Setlist hört man, dass du das da irgendwie eine Geschichte erzählt hast. So fühlt es sich auf jeden Fall an. Aber Sven, was haben die anderen aus dem Orchester gesagt? Wie hat sich das für die angefühlt? Ich habe denen ja von Anfang an auch erzählt, worum es geht, was wir da machen. Und die waren sofort begeistert und man spürt die Energie. Ne? Ich hatte manchmal so Momente bei den Texten, weißt du, wenn dann so ein paar
asozialere Zeiten kommen. So, shit, nicht, dass sie das jetzt so. Nein. Ich war so ein bisschen. Hab dann einfach so nach vorne geguckt. Das ich bin ist, nicht sicher, wie das, sich das für die anfühlt. Das ist ja auch wieder ein Thema über Grenzen, ne? Die man meint, die Grenzen sind da, aber die Grenzen gibt es überhaupt nicht. Nicht? Das ist das, was du auch sagst. Die also hat auch keiner was gesagt. Nein, im Gegenteil. Die Klassiker sind die schlimmsten überhaupt. Also, ich habe, die können richtig feiern und auch. Ja, das stimmt. Also, das ist ein Klischee, dass ja, die richtig sehr brav sind. Ja, lass nochmal die Mutes für AMG abchecken, wo die Leute das dann mitmachen, das oh oh. Oh oh, und genau, da macht das Publikum das mit. Alright. Das sind einfach so zwei Welten, die aufeinander clashen und. Aber es passt halt unwahrscheinlich gut zusammen, weil auch ja bei Hip-Hop immer viel aus Orchester gesampelt wird, ne? Auf jeden Fall. Gerade bei Savas ist der echt irgendwie, da ist schon das halbe Orchester am Start. Der Orchestrator, Alter. Wie verrückt, das zweite Mal sehen wir uns in unserem Leben schon direkt auf so einer Bühne. Irgendwie weird. Und gehst du irgendwann hinaus, will ich dein Schlüsselbuch sein. Würdest du plötzlich rücken wir zusammen, du bist nie allein. Das erste Mal, als ich einen Song von Savas gehört habe, war damals Ende der 90er Jahre auf einer Netzwerkparty. So was hat man ja vorher gemacht, um Musik illegal zu tauschen. MP3s. Und ich hörte es an, ich kam nicht darauf klar. Ich so, oh mein Gott, was ist das? Danke, dass ihr da seid. Ja, dass wir da sein dürfen. Nee, ist wirklich eine Ehre für uns. Ja. Ist mir eine Ehre. Nee, ist mir eine Ehre. Mir. Mir noch mehr. Die CDs sind halt wirklich als gebrannte CDs, so wie heiße Ware, so über den Schulhof gegangen. Sorry, Savas, wir geben dir das Geld übrigens zurück, ja. Also ich habe dir ungefähr, ich würde sagen, so 40 Euro oder so habe ich dir damals illegal geklaut. Ich gebe sie dir heute in bar. Dass man so rappen kann auf Deutsch, das wusste man bis Savas irgendwie gar nicht. Und hat mich dann auch als Künstler auf jeden Fall inspiriert. Sie wollen immer nur den Krieg. Obwohl es am Ende nur Verlierer gibt. Das sind einfach voll gute Musiker, ne? Die haben einfach Bock auf Musik und ich glaube, dass sie auch verstanden haben, dass es ein Song ist, der mir wichtig ist. Diese einfache zentrale Aussage, die da drin steckt, ein Krieg hat einfach nur Verlierer, das ist so einfach, aber man denkt manchmal, in der Welt scheint das niemand verstanden zu haben. Wir sind gerade bei den Proben. Gleich ist die Generalprobe, Babe. Ich bin super gespannt, wie sich das gleich alles handelt. Und ja, update me, wann du fliegst und so, wann du ankommst und am Flughafen bist. Der Red Bull Soundclash war super viel, super emotional und natürlich auch super stressig. Und wir sind da alle an unsere Grenzen gekommen, also wirklich alle. Du wächst als Mensch noch mal ganz anders zusammen, wenn du durch harte Zeiten zusammengehst und du an deine Grenzen zusammenkommst und es wirklich darauf ankommt, ey, wenn wir jetzt nicht zusammenhalten, dann kacken wir ab. Wir müssen jetzt als Team funktionieren. Und ich glaube, dass wir das zusammen so erlebt haben, hat uns richtig eng zusammengebracht. Wir haben so ein geschwisterähnliches Verhältnis. Sie ist einfach super sweet, zu 100% von sich überzeugt. Ne? Das ist etwas so, das ist so ein bisschen Yin und Yang, weil ich bin eigentlich gar nicht so. Krass, dass er das sagt. Wie toll. Savas ist ein sehr verkopfter Mensch, würde ich sagen. Also er macht sich auch oft Sorgen, aber wir versuchen immer zu sagen, Bro, du bist krass, du bist der Letzte, der sich Sorgen machen müsste. Auf dem Hip-Hop Open meinte ich auch auf der Bühne. Wir sind von jeder Altersklasse so jung wie ich, bis älter. So alt wie ich. Und jeder kann den Text. Bro, das, was du geschafft hast, ist nicht endlich. Deswegen, mach mal mal ab für den King of fucking Rap. Ich hab immer Gänsehaut einfach jedes Mal bei diesem Orchester. Es ist geisteskrank. Ich glaube auch, es wird eins der größten Dinge sein, die ich jemals spielen werde. Ja, für mich genauso. Glaube ich. Darf man auch mal aufgeregt sein, würde ich sagen. Voll. Ich bin aufgeregt, verdammte Axt! Es ist wirklich echt, also ohne Übertreibung, einer meiner Lieblingssongs. Dass das mal wahr wird, hätte ich nicht gedacht. Ich meine, zu der kleinen Geschichte, also wenn wir die Zeit kurz haben, vor 12 Jahren sowas haben wir Nichts bleibt mehr rausgebracht. Der Song ist entstanden
an einem ziemlich miesen Abend, den ich hatte. Und der hat mir immer sehr viel bedeutet, weil er hat mich halt echt aus dem Dreck gezogen, der Song. Und dann kam irgendwann eine Anfrage von Savage, ob es okay wäre, wenn er den Song für einen eigenen Song von sich benutzen würde. Und ich habe einfach erst gedacht, ja, wirklich? Nichts bleibt mehr, wenn ich diesen Weg nicht gehe. Und nichts bleibt mehr, wenn ich weiter vor mir flieh. Nichts bleibt mehr, wenn ich diesen Kampf verliere. So much. Leg mir keinen Stein in den Weg, lass es ein Werk sein. Heute nimm mir die Liebe, die Freunde, mach sie zuerst. Fein, zapf mir das Blut ab, lass die Sonne verdunkeln. Für ewig leg alles in Schutt und Asche um mich. Wie kommt jemand wie Kool Savage auf die Idee, einen Song von der Mittelalterband zu hören? Und dann habe ich irgendwann seine Version gehört. Das hat eine Stimmung gemacht, ich krieg eine Gänsepelle, wenn wir drüber reden jetzt. Das war absolut irre. Danke! Mega. Mega. Alter, ich werde durchdrehen nachher. Ist das stark? Ja, okay. Raste aus, Dicker. Raste einfach aus. Egal. Yeah. Nimm die alle auseinander. Boah. Geil, Mann. Vor 23 Jahren kam sein erster offizieller Song aus. Das Original, die einzige von ihm kopiert, aber ich wie mein Stil, mein Deal, sei doch noch nicht ran an Mona Lisa. Die letzten Stunden vor solchen Auftritten versuche ich, alle äußeren Einflüsse ein bisschen abzuschirmen. Diese Momente der Unerreichbarkeit, der Abgeschiedenheit sind für mich mit die schönsten Momente meines Lebens. Ich habe davon geträumt, auf solchen Bühnen zu stehen und Menschen so glücklich zu machen, wie ich es heute machen darf. Das hat mir auch viel Kraft gegeben und viel Energie, diese Jahre im Gefängnis zu überstehen. Man darf sich, glaube ich, nicht zu viel von dem ganzen Vibe irgendwie mitreißen lassen im Sinne von, oh Gott, da guckt mich einer an, scheiße, den kenne ich oder die kenne ich und da oben sitzt meine Familie oder so. So ein bisschen Tunnelblick muss man, glaube ich, anwenden. Diese Anspannung ist nach wie vor da. Also das, was man braucht, um dann auch wirklich dann hochkonzentriert zu sein. Und dann macht es aber dann auch richtig Spaß und das braucht man auch, wenn man auf die Bühne rausgeht. Also wenn ich so ganz cool und ohne, so als wenn ich mit dem Gähnen auf die Bühne gehe, keinem Künstler steht es gut. Und dann bleibt man irgendwie immer auch ein bisschen im Mittelmaß. Viel Spaß euch. Viel Spaß, bis gleich. Das Orchester spielt sich warm. Ich spüre die Energie. Sven, mein Lieber. Komm, lass dich noch mal drücken. Gute Show. Gute Show. Danke, dass du am Start bist. Mit so einem Riesenorchester, ich finde, das hat was super Emotionales. Ich glaube, ich werde immer weinen einfach. Ob es was Besonderes ist, mit einem Orchester auf einer Bühne zu stehen? Ja. Macht man das 10-mal in seinem Leben? Nein. Also das ist, ich glaube, eins der krassesten Momente, die man im Leben jemals haben wird. My sister, what's up, man? Viel Erfolg. Geht's dir gut? Ja. Eigentlich muss man es mal erlebt haben, was für eine Wucht ein Orchester hat, wenn man vor Ort ist. Dieser Druck ist überwältigend. Und das in Kombination dann heute mit Savage und dem Song ist wirklich crazy. Das ist auf jeden Fall Pipi in den Augen Gefahr. Ich hab gefragt, seid ihr wenigstens für mich? Steht ruhig auf, komm on! Ich seh dich heute noch da sitzen, ohne Plan vom Leben. So auf Stadt in den Wolken, in der Stratosphäre. Hände an den Dosen, die den Wänden ein bisschen Farbe geben. Doch ich seh auch ein paar Probleme drücken in der Magengegend. Also mein Sohn, der war ja schon ein paar Mal mit auf der Bühne. Ich finde das ja auch super schön. Und einen kleinen Spot haben wir für ihn am Ende von einem Song, wo er hochkommt und zumindest mal am Start ist mit mir und kurz Hallo sagt.
Tracks, die dich fressen, nicht mal einen echten Rapper. Und dann kam oh oh. Und dann kam oh oh. Und dann kam Dankeschön, Stuttgart! Ach, Leute. Oh, ich muss erst mal heulen. Das war so krass. Und danke, dass du alle dabei warst. Ja, danke, dass du das machen sollst. Vielen, vielen Dank. Das war mein kränkster Moment. Mein kränkster Bühnenmoment, Alter. Ich hab einfach geheult. Und? Was draußen? Ja. Wegen was denn? Bei was denn? Wirklich? Wie fandst du das, Mausi? Stark oder nicht so stark? Mittelstark? Schön, dass du mitgemacht hast. Schön, dass du dann auch gekommen bist auf die Bühne, mein Schatz. Krankes Ding, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke sehr. Das war verrückt, Alter. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe jeden möglichen Scheiß echt gemacht, aber das habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß auch nicht warum. Das hatte eine andere Qualität. Mein Geschmack. Boah, meine Fresse, war das krass. Du guckst ihm in die Augen und siehst, wie er weint, weißt du? Okay. Hey, Leute, vielen Dank, Mann. Danke, danke, danke. Hast du jetzt sonst noch irgendwelche Bedenken? Dass es nicht gut ankommt. Dass ich wack bin, dass es Müll ist. Das ist aber, das ist bei mir überhaupt nichts Neues und das ist auch völlig okay so.